Du hast inzwischen Bock, mit chemischen Peelings dein Gesicht zu behandeln und dir fehlen noch die ein oder anderen Punkte, wie du das genau handhaben sollst. Ich erzähle dir im heutigen Video, welche Fakten du berücksichtigen musst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über das Thema Säuren, also chemische Peelings. Da es die inzwischen halt wirklich auch von den Eigenmarken in den Drogerien gibt, Rossmann und DM, gibt es natürlich immer mehr Fragen zu dem Thema und das bemerke ich halt eben auch unter meinen Videos. Und heute möchte ich die Fakten zusammenlegen, was du berücksichtigen musst, wenn du Säuren im Gesicht anwendest. Denn wenn du diese Sachen halt einfach nicht berücksichtigst, kann es halt eben sein, dass du das Produkt nicht verträgst und das sollte dir dann eine Hilfe sein. Wir fangen am besten mal mit Nummer 1 an. Und Nummer 1 ist Sonnenschutz tragen. Solange ich noch Fragen diesbezüglich bekomme und ich, wenn ich frage, verwendest du dann schon Sonnenschutz? Ich immer ein Nein bekomme, solange erwähne ich das einfach. Das ist gefährlich, wenn du mit Säuren im Gesicht arbeitest, sprich chemische Peelings, und dann hinterher keinen Sonnenschutz aufträgst. Warum musst du den Sonnenschutz auftragen? Mit den chemischen Peelings trägst du natürlich ja auch Hautschüppchen ab und die UV-Strahlung kommt dann viel besser auf deiner Haut im Gesicht an. Damit erhöhst du tatsächlich das Hautkrebsrisiko. Also, wer mit Säuren arbeitet, muss definitiv Sonnenschutz tragen, wenn er es davor noch nicht getan hat. Kommen wir zur Reinigung. Ich fasse heute mal jeden Hauttyp so ein bisschen zusammen in einem Punkt, aber auch die Säuren PHA, AHA und BHA, die wirken ja ein bisschen unterschiedlich auf der Haut. Und das tue ich trotzdem zusammenpacken. Denn jede Haut ist anders. Ich habe zum Beispiel eine fettige Haut mit großen Poren, was bedeutet, meine Haut verträgt ein bisschen mehr. Wenn jemand jetzt aber eher empfindlichere Haut hat, dann muss er andere Dinge verwenden als ich jetzt beispielsweise. Wichtig ist, Seife gehört nicht ins Gesicht. Damit reizt du deine Haut. Am allerbesten funktioniert wirklich Öl. Ich kann Öl oder mag Öl am Morgen nicht verwenden. Ich verwende Öl am Abend. Da gibt es ja genug Reinigungsöle inzwischen auf dem Markt. Der eine liebt einen milden Reinigungsschaum am Morgen, der andere liebt Waschgel oder doch irgendwie ein Balm. Also da guck am besten wirklich, was dir am allerbesten gefällt, aber überfordere deine Haut nicht. Also wenn du keinen Double Cleanse machen musst am Morgen, dann lass das sein. Ne? Also es gibt auch Häutchen, die morgens mit Wasser waschen und das reicht. Bei meiner fettigen Haut reicht das halt definitiv nicht. Und je milder, desto besser. Wenn du mit Öl reinigen kannst am Morgen oder auch willst, dann mach das definitiv, weil das ist am allerbesten für deine Haut. Und wichtig ist da wirklich zu sagen, nicht zu viel reinigen. Ne? Also gerade wenn du mit Säuren arbeiten möchtest, musst du eben auch deine restlichen Produkte angucken. Was machen die? Was können die leisten? Auf was kann ich zurückgreifen? Und es gibt Schaumprodukte, gibt es in der Drogerie genauso wie eben Ölprodukte oder Waschgels. Und bei dem Waschgel empfehle ich ja immer gern das von Balea Med. Das ist ja richtig gut. Das Thema Duftstoffe. Und Duftstoffe wirken reizend auf der Haut. Warum gibt es sie in der Drogerie? Na, weil es der Endverbraucher gerne kauft und der Hersteller sich denkt, ah, dann tun wir noch ein paar Produkte mit viel zu viel Duftstoffen raushauen. Es gibt 25, 26, oh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, 25 deklarationspflichtige Duftstoffe, die stehen auf euren Produkten drauf. Und immer kann man eigentlich sagen, wenn eure Produkte nach irgendwas riechen, und das müssen sie nicht, dein Produkt muss nach nichts riechen. Das hat keine Wirkung, das hat nur eine sensorische Wirkung für dich. Hat keine Wirkung. Eher die Duftstoffe auf deiner Haut, die zerfallen und reizen deine Haut. Und
Du merkst vielleicht direkt noch gar nichts, aber wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, chemische Peelings noch dazu zu nehmen, kann das einfach zu viel werden. Deswegen schau deine Produkte genau an, haben die Duftstoffe? Bist du vielleicht jemand, der gerne Naturkosmetik verwendet? Da kommen Duftstoffe leider sehr, sehr häufig vor. Leider auch die Deklarationspflichtigen. Guck dir diese Produkte genau an und überleg dir genau, ob du weiter Naturkosmetik verwenden möchtest oder eher auf reizfreie Kosmetik umsteigst. Ich habe hier reizfreie Kosmetik etliches jetzt schon hier auf dem Kanal vorgestellt. Da kannst du dich ja gerne mal ein bisschen umgucken. Wenn du erst Neuling in der Skincare bist und auch schon andere Inhaltsstoffe kennengelernt hast, wie beispielsweise Niacinamid oder Retinol, Retinol und Säuren solltest du gerade am Anfang nicht kombinieren. Auch gegen später nicht. Das ist zum Beispiel eine Kombination, da reagiere ich auch drauf, aber erst nach einer Zeit. Und wenn dann meine Haut anfängt zu piksen, weiß ich ganz genau, ich bin einfach zu weit gegangen. Also Retinol, vielleicht auch Niacinamid mit Säuren nicht kombinieren. Gerade bei Niacinamid. Balea hat zwei Produkte auf dem Markt. Die sind recht hoch dosiert. Und da kann es einfach sein, bei einem bestimmten Hauttyp, dass du da einfach reagierst. Bei mir passiert da nichts. Da musst du genau deine Haut auch wirklich ein bisschen hinterfragen und ein bisschen rumprobieren und gucken, was vertrage ich und was nicht. Aber wenn du mit Säuren anfängst, kann ich dir nur eins raten. Verwende erstmal nur die Säure und kein anderes Zusatzprodukt, damit du genau ansteuern kannst, auf was du reagierst, wenn du reagierst. Also erstmal nur die Säure mit dem Waschgel und einer Creme verwenden. Und dann bist du wirklich auf der sicheren Seite. Weil dann hast du wirklich alle reizenden Stoffe wirklich ausgegrenzt. Und wenn du merkst, dass du diese Kombination ganz gut verträgst, dann kannst du auch wirklich dann mal mit Niacinamid oder so ein bisschen rumexperimentieren und gucken, was deine Haut dazu sagt. Im fünften und letzten Punkt, und da bin ich ganz gehofft drauf angesprochen worden. Nicht deine Haut gewöhnt sich an die Säure, sondern du musst mit dem arbeiten, was deine Haut verträgt. Ich habe diverse Videos über bestimmte Säureprodukte gemacht und ich bin immer wieder mal gefragt worden, ist es normal, dass meine Haut rot wird? Kann ich es weiternehmen? Was soll ich tun? Solche Produkte müssen eingeschlichen werden. Das bedeutet, du fängst, wenn du ein absoluter Neuling bist, so ganz, 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 ganz am Anfang. Kannst du es sogar so machen, dass du so ein Produkt, ich habe hier diverse Produkte stehen, einmal ein Waschgel, das empfehle ich dir nicht für den Anfang, aber diese zwei hier sind für den Anfang gar nicht mal so schlecht, das sind BHA-Produkte, dass du hergehst und diese Produkte wieder abwäschst. Das Ziel sollte aber sein, dass du das Produkt tatsächlich auf der Haut lässt. Es gibt gerade, glaube ich, bei Isana gibt es zwei Produkte, wo es auch so draufsteht, dass man es abwaschen soll. Kannst du aber auch drauf lassen, wenn du das schon gewöhnt bist. Also für den Anfang 10 Minuten einwirken lassen, runterspülen. Dein Ziel sollte aber sein, dass du es drauf lässt. Nächster Schritt, du machst das nur einmal pro Woche. Also du fängst an. Nimmst das Produkt und wartest eine Woche und guckst, was deine Haut irgendwie, wie deine Haut darauf reagiert. In der zweiten Woche, wenn du noch unsicher bist, machst du es wieder einmal. Wenn du sicher bist, gehst du her und machst es zweimal in der Woche. Natürlich nicht hintereinander, sondern mit einem gewissen Abstand und guckst dann, was deine Haut dir sagt. Und vielleicht kannst du es noch ein drittes Mal erhöhen. Säuren solltest du eh nicht jeden Tag verwenden. Es sei denn, du hast hier sowas. Und es sei denn, du verträgst das. Na, also, so Waschgels sind gar nicht so einfach. Die gibt es zum einen, gibt es sowas von No und von Balea Expert eben. Das ist ein AHA-Peeling. Das ist relativ vom pH-Wert eigentlich recht hoch. Das bedeutet, es peelt wenig, aber hat trotzdem eine positive Wirkung auf deine Haut. Wenn man das nicht gewöhnt ist und dieses Waschgel eben jeden Tag, morgens, abends, dann ist das zu viel. Deswegen sehe ich das nicht als Anfängerprodukt an, weil man es halt schlechter steuern kann.
Deswegen immer ein extra Produkt, Säureprodukt kaufen, was du runterwaschen kannst zum einen und zum anderen, was du halt eben einschleichen kannst. Also so wenig wie möglich am Anfang. An der Stelle gebe ich immer meine Geschichte wieder. Ich habe von Paula's Choice alle Produkte grob vor 10 Jahren geschickt bekommen. Da gab es die Säureprodukte schon, aber die sind halt jetzt um Vielfaches bearbeitet. Und ich habe halt gemeint, ich müsste alle Produkte probieren. Und das halt wirklich jeden Tag. Euch ist klar, dass ich mir die Haut verätzt habe. Und bei solch Hautverätzungen ist es wie bei Sonnenbrand auch, das merkt sich die Haut. Und es ist eben wichtig, dass du das nicht tust. Nein, deine Haut gewöhnt sich nicht daran, wenn du einfach zu viel gemacht hast. Deswegen schleich das Produkt ein, lerne deine Haut kennen und schau, wie weit du gehen kannst. Und geh nicht nach dem, was auf der Verpackung steht, sondern wirklich einschleichen, einmal die Woche verwenden, in der zweiten Woche gucken, wie war es denn so die letzte Woche, entweder einen Schritt weitergehen, zweimal die Woche verwenden und für wirklich ganz vorsichtige am Anfang Produkt erst runterwaschen nach 10 Minuten, ich würde es 10 Minuten drauf lassen. Und dann sollte aber wirklich der Weg dahin gehen, dass du es irgendwann auf dem Gesicht lässt. Ne? Also, das auf jeden Fall. Das Thema Alkohol in der Kosmetik konnte ich jetzt nicht so wirklich unterbringen. Hab da, glaube ich, auch mal früher ein Video dazu gemacht. Beim Alkohol ist sozusagen, welcher Alkohol ist es? Sind es Fettalkohole oder ist es stinknormaler, denaturierter Alkohol, der keine Wirkung in deiner Pflege für dich hat, sondern eher noch austrocknen kann oder eben reizen kann. Und oftmals ist es halt eben so, dass die Naturkosmetik sich eben auch Alkohol bedient und nicht nur Duftstoffen. Und dann wird es natürlich schwierig. Und dann kann es halt wirklich zu Reaktionen kommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber dann so richtig. Und da kann eben der Rest deiner Pflege, die du halt als Skincare verwendest, auch daran schuld sein. Und bevor du Produkt ganz aufgibst, ich sag ja immer, warte, bis deine Haut sich beruhigt hat, guck dir deine Pflege an, was hast du wann gemacht, minimier das auf jeden Fall und probier es nochmal. Vorsichtig, die vorsichtige Variante. Und wenn deine Haut nicht mehr reagiert, dann wirklich eine Woche warten und nochmal verwenden. Denn ich weiß, wie das ist, wenn man sich die Haut verätzt hat, dann will man das nicht nochmal haben. Und nicht jeder Hauttyp reagiert halt eben gleich darauf. Denn ich bin halt eben jemand mit einer Mischhaut, mit einer fettigen Mischhaut. Und bei meiner Haut stört es überhaupt nicht. Aber Leute mit eher einer empfindlichen Haut, die müssen eben mit Säuren auch aufpassen. Aber für diesen Säuren natürlich auch kein Tabu. Und ich habe dazu mal ein extra Video gemacht über die Säuren, über chemische Peelings. Ich werde dir das auf jeden Fall mal unters i legen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.